Seit 2 Jahren arbeitet Familie Pütsch aus Limburg an ihrem Traum vom Eigenheim. Für 50.000 Euro haben sie damals dieses sanierungsbedürftige Haus gekauft. Mit rund 300.000 Euro Baukosten haben sie kalkuliert, dafür einen Kredit aufgenommen. Doch der ist längst aufgebraucht, das Haus noch lange nicht fertig. Die Eigenleistung ist jetzt halt angewachsen auf das Malen, Tapezieren, auf die Badinstallation, auf den Balkon. Ein Teil vom Dach habe ich mitgedeckt. Ja. Und halt die Fenster, die halt noch einzubauen wären, die werde ich auch selber setzen müssen. Weil auch die Kosten für Baumaterial exorbitant angestiegen sind, musste Familie Pütsch bereits einmal nachfinanzieren. Und dafür schon höhere Zinsen zahlen. Doch auch das Geld ist schon wieder ausgegeben. Ein dritter Kredit zu noch höheren Zinsen würde das Budget der Familie sprengen. Also wir hatten am Anfang geplant, in dem gesamten Volumen, dass wir mit 1.200 Euro roundabout monatlich das Ganze bedienen wollen. Dass halt eine Person, falls mal einer von uns beiden ausfällt, dass dann eine Person dann das Leben noch halten kann. Und durch die Anschlussfinanzierung sind wir jetzt auf knapp 1.700 Euro aufgestiegen. Und wir kratzen also bei der nächsten Finanzierung dann auf 2.000 Euro monatlich. Und das ist halt dann auch irgendwann jenseits von Gut und Böse. Das ist einfach, dann wird's witzlos. Inflationäre Baukosten und dazu die gestiegenen Zinsen. Für Familie Pütsch droht der Traum zu platzen, wenn sie es nicht schafft, das Haus in Eigenleistung fertig zu bauen. Wir sagen jedes Jahr, okay, wir ziehen Weihnachten dann endlich ein und können endlich mal Weihnachten hier drin feiern. Und jedes Jahr, was vergeht und wir sind nicht drin, das macht einen ja schon traurig. Aber wenn es jetzt heißen würde, es war irgendwie auch alles umsonst, ich weiß es nicht, ne? Also was dann passiert. Die steigenden Zinsen, nicht nur für Familie Pütsch, werden sie zum Problem. Und vergangene Woche hat die EZB bereits die 2. Erhöhung des Leitzinses auf nun 1,25% bekannt gegeben. Eine Entscheidung, die nach Ansicht vieler Experten längst überfällig war. Und es dürfte nicht die letzte Zinserhöhung gewesen sein. Jetzt haben sie die Wiederkehr der Inflation und so auf eine Art und Weise, wie wir sie seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben. Und das zwingt jetzt die Zentralbanken, die das lange nicht wahrhaben wollen, die haben sehr spät reagiert, das zwingt die jetzt, die Zinsen anzuheben. Und das betrifft natürlich dann denjenigen, der jetzt in Immobilien investieren möchte, der Wohneigentum kaufen möchte, der wird jetzt von dieser Entwicklung praktisch eingeholt. Die Folgen für Bauherren und Immobilienkäufer dramatisch. Ein Rechenbeispiel. Wer für die Finanzierung seiner Immobilie einen Kredit von 300.000 Euro benötigt, zahlte vor einem Jahr bei einem Zinssatz von 1% noch eine monatliche Rate von nur 750 Euro. Das sieht mittlerweile ganz anders aus. Heute müsste man für einen solchen Kredit bei einem Zinssatz von 3,5% schon 1.375 Euro monatlich berappen. Fast das Doppelte. Viele der sicher geglaubten Finanzierungen sind damit nicht mehr zu realisieren, sagt der Immobilienexperte Steffen Sebastian. Also das heißt zunächst mal, dass viele von den Käufern, die sich vor wenigen Monaten noch einfach hätten ein Eigenheim leisten können, jetzt als Käufer nicht mehr in Frage kommen, weil die Belastungen zu hoch sind, weil die Lebenskosten gestiegen sind und die schlicht und einfach, selbst wenn sie kaufen wollten, von der Bank keinen Kredit mehr kriegen würden. Ob sie sich noch ein eigenes Haus leisten können, das fragen sich auch Peer und Susanna Näher in Berlin-Zehlendorf. Regelmäßig schauen sie auf ihrem Grundstück nach dem Rechten. Eigentlich sollten hier bald die Bagger rollen. Im kommenden Frühjahr wollten sie mit ihrer 2-jährigen Tochter einziehen. Demzufolge wäre es vielleicht gut, wenn man so eine Eckterrasse. Ja, dass wir die hier rüberlaufen lassen, als in L-Form. Genau. Ja. 2 Jahre lang hatten sie auf dem heiß umkämpften Immobilienmarkt nach einem Grundstück gesucht. Hier kann man ganz gut sehen, dass diese Bäume auch alle entsorgt werden können. Dann, im Februar, bekamen sie endlich den Zuschlag. Sie wähnten sich kurz vor dem Ziel. Es gab noch keinen Ukraine-Krieg. Das war der entscheidende Punkt, das war die Zeit vor dem Krieg. Ja, die Zinsen waren gut aus. Unser Immobilienfinanzierer hat Go gegeben, es war alles unter Dach und Fach und wir hatten das ganz komfortabel durchgemacht, das ganze Thema. Wir müssen auch noch weg hier. Doch es kommt anders. Die Baupläne verzögern sich, damit die notwendigen Kalkulationen für die Bank. Ohne das kann der Kreditantrag nicht bearbeitet werden.
Gleichzeitig steigen durch die Krise Material- und Nebenkosten und dann auch noch die Bauzinsen. 2%. Genau jetzt ausgerechnet. Mit all dem hatten die Nähers nicht gerechnet. Ja, als wir im Februar, kann man sagen Anfang März, unsere Planung begonnen haben, jetzt im Vergleich zum heutigen Status, sind wir einfach mal 600 Euro monatliche Belastung mehr on top, einfach so. Und wo ist die Schmerzgrenze? Ja, die Schmerzgrenze, muss man sagen, haben wir jetzt erreicht. Also viel mehr ist jetzt nicht drin. Fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich nicht gut an. Wie konnten wir nur diese Entscheidung treffen? Ja. Hohe Zinsen gefährden immer mehr Bauvorhaben. Dabei waren die Zinsen in der Vergangenheit schon deutlich höher. In den 80er Jahren etwa zahlte man mehr als 10%. In den vergangenen 10 Jahren allerdings sanken die Baukreditzinsen bis unter 1%. Das ließ die Nachfrage nach Immobilien enorm ansteigen. Die Preise explodierten. Heute trifft hoher Zins auf immer noch hohe Immobilienpreise. Und daran scheint sich so schnell nichts zu ändern. Wir beobachten auf jeden Fall, und das sehen wir ja an den Internetanfragen sehr schnell, dass das Interesse, die Nachfrage geht zurück. Gleichzeitig ist das Angebot gestiegen. Und wenn man jetzt mal so die einfachsten marktwirtschaftlichen Argumente zusammenführt, heißt das, dass die Preise eigentlich sinken müssten. Wobei man auch in aller Deutlichkeit sagen muss, das können wir derzeit noch nicht wirklich feststellen. Also wir kommen jetzt langsam verlässliche Zahlen aus dem ersten Halbjahr. Und da zeigt es, dass die Preise eben doch stabil bis sogar leicht weiterhin ansteigend sind. Düstere Aussichten für Immobilienkäufer. Und die angespannte Marktsituation kann nun auch zu einem gesellschaftlichen Problem führen. Es ist verdammt schwer. Also auch insbesondere halt für jüngere Leute, die ein gutes Einkommen haben, eine Familie, gut verdienen, aber sich in diesem Umfeld jetzt ein Eigenheim zu erwerben, schon eine Eigentumswohnung, ist verdammt schwer. Denn sie müssen ja erstmal die Hürde überwinden, genügend Eigenkapital zu haben. Jemand, der Mitte 30 ist, Familie hat, wie soll der mal 200.000 Euro kurz auf die Seite bringen in seinem Job, auch wenn der Job gut läuft. Ne? Das ist ein Intergenerationsproblem, das sich da gerade abspielt. Peer und Susanna Näher bereiten ihr Grundstück erst einmal weiter für die geplante Baustelle vor. Doch ob es die jemals geben wird, wissen sie nicht. Dann bliebe nur noch der Verkauf des Bauplatzes. Wie es mit der Hausrenovierung bei Familie Pütsch in Limburg weitergeht, ist offen. Also das Schlimmste wäre halt dann die Zwangsversteigerung. Ne? Da ist aber dann eher, wo ich dann Angst davor habe, ist, dass man dann, wenn man es nochmal versuchen möchte, keinen Kredit mehr bekäme, weil man ja dann auch einen entsprechenden Schufa-Eintrag hätte. Das ist so das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe. Und dann halt noch die Trauer, weil man hat sich ja dann doch hier auch verliebt. Ja, hat auch Blut und Schweiß reingesteckt, ja. 2 Jahre harte Arbeit wären dann umsonst gewesen. Ziemlich interessant, was unsere Recherchen da ergeben haben, oder? Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch am besten hier gleich unseren Kanal. Und hier haben wir noch weitere investigative und spannende Recherchen.